Das frisch umgebaute Olympiazentrum auf der Gugl ist nun topmodern ausgerüstet und bietet den oberösterreichischen Athleten alles, was das Sportlerherz höher schlagen lässt. Vor allem das funkelnagelneue Fechtzentrum und die besonders große Kraftsporthalle mit Hightech-Geräten ist besonders beliebt. Und damit das Herz nicht allzu hoch schlägt, steht den Hochleistungserbringern jederzeit ein Team zur Seite, das sie nicht nur kardiologisch bestens betreut. Neues Zentrum, neues Sponsoring-Konzept. Startup Sport ist der Name des neuen Vereins zur Förderung von oberösterreichischen Sporttalenten. Über 90 Unternehmen konnten Sportreferent Strugel und Präsident Artmeier bereits für den oberösterreichischen Sport begeistern. Wir müssen natürlich schauen, dass wir sowohl bei der Talenteförderung, aber auch bei den Schulmodellen etwas tun. Das ist Teil unserer Sportstrategie und das, was wir hier haben, Startup Sport, ist die Partnerschaft mit der Wirtschaft. Ich bin ehrlich gesagt sehr stolz auf meine Unternehmen, die im Sport engagiert sind. Das freute auch die zahlreich erschienenen Wettkämpferinnen und Wettkämpfer. Der stärkste, Diskus-Ass Lukas Weißheidinger und der schnellste, Abfahrt- und Super-G-Spezialist Vincent Griechmeier hatten besonders gute Laune. Ich würde gerne Zeitung lesen zum Frühstück und ja, mittlerweile ist das Ganze schon am Smartphone auch zu erledigen oder zu machen und von daher kennt man das eine oder andere Gesicht aus der Zeitung. Persönlich schauen sie ein bisschen größer aus oder ein bisschen kleiner. Ich habe einen Steak sponsert, wo sie mir das Fleisch bringen. Die ersten 5-6 Tage ist echt eher lustig, ja. Aber irgendwann danach wird es ein bisschen zart und nach 2-3 Wochen, da hängt dann das Steak dann schon bei den Überraschungen irgendwie raus. Ja. Also jetzt haben wir ganz andere Ziele gesteckt. Natürlich möchte ich sowas erreichen wie der Luke, ich habe mir einiges vorgelegt. Du musst mit Fleisch essen. Ja, du kannst mal Fisch essen. Nein, ich werde natürlich jetzt bei seinem Steak-Sponsor anfragen und dann wird es sicherlich. Doch egal ob Fisch oder Fleisch, mit Startup Sport und dem neuen Olympiazentrum ist das Menü zur sportlichen Weltspitze bereits angerichtet.